heute die hebräischen Verben etwas näher bringen. Das ist Video 1 von 9 in dieser Miniserie, wo ich die hebräischen Verben, ihre Logik erklären werde. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen, deswegen spreche ich auch so Deutsch. Und ich weiß ganz genau, wo ihr steht und was eure Fragen sind. Ich hoffe, dieses Video erklärt schon mal eine ganze Menge. Wenn ihr weitere Fragen habt, in der Beschreibung gibt es den Link zu meinen Büchern in 4 Sprachen und es gibt den Link zu Sabre TV, wo ihr euch eine freie Lektion runterladen könnt und sehen könnt, ob das was für euch ist, um euer Hebräisch ein bisschen zu vertiefen. Also fangen wir an. In diesem Video werde ich euch einmal die Logik vorstellen hinter dem Verbsystem. Viele glauben ja, das ist alles komplett unlogisch. Stimmt nicht und ich sag euch, wie es geht. Und dann als zweites werde ich euch einen Studienplan vorstellen mit ein paar Lerntipps, damit ihr wisst, wie ihr, wenn ihr zu Hause lernt, das Ganze strukturiert und auch vorwärts kommt. So, fangen wir erstmal damit an, hebräische Verben, wer ist wer? Das scheint ja ein unendliches Chaos zu sein. Zur Veranschaulichung, da bietet sich die Menorah ganz gut an. Viele kennen das auch schon. Das ist einmal hier die Menorah mit allen Benjamim drauf. Pa'al ganz rechts, Nif'al ganz links. Und wenn ihr genau hinguckt, dann sind die immer zwei miteinander verbunden. Bis auf Hit-Pa'el, da trennt sich das Ganze. Gehen wir mal ins Detail und fangen bei Pa'al an. Also, Pa'al, dort finden wir Verben, die eine ganz einfache Aktion darstellen. Das sind immer aktive Verben und das sind in der Regel einfache Aktionen, die man alleine macht und für die man sonst niemand braucht. Als Beispiel schließen, also die Tür schließen oder essen, schlafen. Das sind solche ganz einfachen Aktionen oder vielleicht sogar das Wort machen. Machen, tun. Das ist das die Basics der Verben. Okay, jetzt gucken wir mal. Pa'al, auf der anderen Seite haben wir Nif'al. Die zwei sind miteinander verbunden. Nif'al ist das Passiv von Pa'al. Grundsätzlich. Ja, jetzt werden viele dazwischen schreien und sagen, es gibt aber ganz viele Nif'al-Verben, die sind aktiv. Stimmt, in der heutigen Zeit ist das so. Sprache entwickelt sich ja auch weiter. Dennoch, in diesem Video stelle ich euch erstmal die grundsätzliche Logik vor und danach können wir uns immer noch um die Spezialfälle kümmern. Also grundsätzlich Pa'al aktiv, Nif'al passiv. Gehen wir weiter. Pi'el. Pi'el ist auch aktiv und dann, ja, was ist der Unterschied zwischen Pi'el und Pa'al? Also man kann es auch nicht immer so auf Messers Schneide festlegen. Man sagt oft, Pi'el ist intensiver als Pa'al. Was das genau heißt, keine Sorge, wir machen nach der Vorstellung hier von der Menorah Beispiele. Also keine Panik. Eine andere Erklärung, die ich oft gelesen habe, war, Pi'el ist kausal. Ganz im Ernst, mag sein. Ich glaube nicht, dass das einem Schüler wirklich hilft. Ich habe das hier aufgeschrieben, um es komplett zu machen. Aber wenn ich einem Schüler sage, es ist kausal, ja, okay, lassen wir so stehen. Okay, andere Seite. Pi'el ist verbunden mit Pu'al. So, Pu'al, wissen wir jetzt, ist das Passiv von Pi'el. Pu'al hat kein Infinitiv und auch keinen Imperativ. Da fällt also schon mal ein Teil des Lernens weg. Jetzt gehen wir zu Hif'il. Hif'il steht auf der aktiven Seite. Aber jetzt ändert sich was. Die Verben, die wir bei Hif'il finden, da brauchen wir meistens zwei Personen zu. Das sind meistens Verben, wo einer den anderen zu was veranlasst. Ein super Beispiel hier ist diktieren. Kommen wir auch gleich im Hebräischen zu diesem Beispiel. Das kurz vorweg hier. Pa'al ist schreiben. Und wenn ich diktiere, dann sorge ich dafür, dass jemand anders schreibt. Also ich delegiere das. Und dieses Delegieren, in diesem Fall diktieren, das ist dann Hif'il.
Kommt vom Schreiben, aber ich schreibe nicht mehr selber. Und zum Diktieren brauche ich mindestens eine andere Person. Gegenüber haben wir Hufall, genau das gleiche Konzept. Es ist das Passiv von Hef-il. Es hat kein Infinitiv und kein Imperativ. Und damit kommen wir jetzt endlich mal in der Mitte an. Hit pa el. Entweder sind hier zwei Personen am Werk, wie zum Beispiel bei reflexiven Verben, weil man etwas miteinander tut. Oder aber es ist eine Aktion, die sich gerade verändert, zum Beispiel wenn die Wäsche trocken wird. Hier die kurze Zusammenfassung dessen, was ich gerade gesagt habe. Rechts aktive Verben, links passive Verben. Wie gesagt, Ausnahmen behandeln wir in diesem Video nicht. Es geht mir wirklich darum, dass ihr hier die Basics versteht und darauf können wir uns dann Spezialfälle angucken. Wenn wir jetzt von Pa-al, Pi-el, Hif-il, Hit-pa-el oder von der anderen Seite kommen, also von außen nach innen, dann gibt es dafür genau zwei Gründe. Entweder gibt es mehr Beziehungen, das heißt, es gibt mehr Leute, die involviert sind, haben wir eben gesehen. Pa-al schreiben, Hif-il diktieren, da haben wir schon zwei Personen, also es geht mehr nach innen und Hit-pa-el muss schon zwei Personen haben. Oder aber die Intensität nimmt zu. Was das genau heißt, zu dem Beispiel kommen wir jetzt. Zunehmende Intensität von Pa-al zu Pi-el. Also wir befinden uns hier, ja, nochmal so die Übersicht, wir befinden uns hier auf der Menorah. Wir gehen von Pa-al zu Pi-el. So. Erstmal nur auf Deutsch, das Hebräisch machen wir nachher dazu. Im Pa-al springen, man kann ja auch einmal hochspringen, ja. Pi-el hüpfen, da springe ich auch, aber intensiver. Das ist jetzt mal hier ein gutes Beispiel für zunehmende Intensität. Jetzt auf Hebräisch. Springen, likpotz. Hüpfen, likapetz. Ihr seht auch hier im Roten, Rot, da habe ich die Wurzel, also die Buchstaben der Wurzel habe ich in Rot geschrieben und da seht ihr, das ist die gleiche Familie. Dadurch, dass wir da entweder ein Waff haben oder nicht, sind wir halt in dem einen oder anderen Binyan und dann ist es eben mehr oder weniger intensiv, was wir hier ausdrücken wollen. Aber es ist die gleiche Familie, es ist die gleiche Wurzel, aber verschiedene Binyanim und deswegen ist es einmal springen und einmal hüpfen. Ein Beispiel für zunehmende Beziehungen. Da kommen wir jetzt von Pa-al über Hif-il nach Hit-pa-el. Wir fangen wieder an, nur mit dem Deutschen. Pa-al schreiben. Hif-il diktieren. Ich hatte das eben schon mal als Beispiel genannt. Erst schreibe ich alleine und jetzt delegiere ich das Schreiben. In gutem Deutsch heißt das diktieren und dafür brauche ich schon zwei Personen. Hit-pa-el, korrespondieren, jetzt schreiben wir beide. Wir machen beide das Gleiche und wir schreiben einander. Ein absoluter Spiegel also. Und damit sind wir bei Hit-pa-el, reflexiv. So, jetzt kommt das Hebräische dazu, also nochmal von vorne. Pa'al, schreiben. Lichtov. Hif-il, diktieren. Leaktiv. Hit-pa-el, korrespondieren. Lehit-ka-tev. Und auch hier seht ihr wieder in Rot, es ist immer die gleiche Wurzel. Es ist die Wurzel um ein Verb, was mit Schreiben zu tun hat. Oben ganz klar schreiben, dann schreibt nur einer und dann schreiben beide. Damit sind mehr Leute im Schreiben involviert. Okay, so, jetzt kommen wir zum nächsten, hebräische Verben, Studienplan und Lerntipps. Also, Nummer 1, ganz klar, Konzentration auf einen Binyan. Ich habe das schon ziemlich oft gesehen in Lehrbüchern, da werden ganz schnell verschiedene Verben vorgestellt,
das mag ja für Englisch und Französisch ganz toll sein, aber oft sind das Verben, die sind komplett unregelmäßig, was der arme Student nicht weiß, oder aber sie kommen aus verschiedenen Binyanim. Und deswegen versteht der Student auch nicht, warum ich es hier mal so konjugiere und da mal so. Leute, ihr müsst das Chaos im Kopf klein halten. Also nochmal, Konzentration auf einen Binyan. Und wo wir gerade darüber reden, mit regelmäßigen Verben anfangen. Also ich denke, wer die regelmäßigen Verben im Hebräischen drauf hat und das versteht, für den sind dann die unregelmäßigen Klacks. Aber wenn das zu früh kommt, ich glaube, das ist wirklich der Grund, warum die Leute Hebräisch abbrechen. Da ist zu viel am Anfang und meist ohne Erklärung. Okay, nächster Punkt. Wenn wir schon über einen Binyan reden, dann aber über alle Zeiten. Und zwar Infinitiv, Präsens, Perfekt, Futur, Imperativ. Und zwar wirklich in der Reihenfolge. In der Regel, gerade in Israel, in den Ulpanim, wird das Thema Infinitiv komplett unter den Teppich gekehrt. Infinitiv, das ist wirklich ein Merkmal der europäischen Sprachen. Jeder einer europäischen Muttersprache fragt immer, was ist denn der Infinitiv? Wie heißt das Verb denn? Das verstehen Israelis nicht wirklich, weil dort alles über die Wurzel geht. Okay, haben wir jetzt besprochen. Also, das ist euer Job hier, Infinitiv und dann einmal komplett durch. Und das in jedem Binyan. Und immer, wenn ihr in einem Binyan das habt, erst dann dürft ihr weiter. Aktive und passive Verben gruppieren und hintereinander lernen. Das heißt, Paal mit Nifal. So wie ich euch das eben vorgestellt habe, mit dieser Verbindung. Ne? Piel mit Pual, Hifil mit Hufal, Hit Pael. Warum? Ganz einfach. Erstmal ist es eine Sache der Ganzheit. Wenn ich sagen kann, ich fahre und ich werde gefahren. Damit haben wir das Thema Fahren abgehakt. Und ihr könnt wirklich auch damit richtig schwimmen, ja, damit könnt ihr richtig selber navigieren und ihr habt Kontrolle darüber. Ich treffe auch wirklich viele Studenten, die können das eine und wissen nicht, wie sie da auf der Menorah auf die andere Seite kommen. Das wird hier vermieden. Dann habt ihr erstmal die Wurzel im Blick, ja, und wenn ihr das ein, zweimal gemacht habt, also spätestens, wenn ihr von Hif'il zu Huf'al, ist das ein alter Hut. Da wisst ihr genau, wie es geht. Das heißt, die Lernzeit wird immer kürzer. Ihr müsst die Zähne zusammenbeißen am Anfang. Wenn ihr durch Paal und Nifal seid, Leute, es wird schneller gehen. Aber nur, wenn ihr es komplett macht. Okay, also, was ich schon am Anfang sagte, ist alles in meinen Büchern festgehalten. Ich bin auch auf Instagram. Auf Instagram stelle ich jeden Tag die Vokabeln von unserem Service Sabre TV vor. Wer also bei Sabre TV ist, der kann da jeden Tag Vokabeln lernen auf Instagram, in der Regel morgens und abends. Das Buch gibt es in 4 Sprachen. Könnt ihr überall kaufen. Die Info ist im Bio. Es ist einmal das Lernbuch und zum anderen das Arbeitsbuch, so richtig Drill Sheets, die euch richtig abfragen. Und auf Sabo TV könnt ihr euch eine Lektion runterladen und mal schauen, ob das was für euch ist. Hey, ihr seid immer noch da, finde ich super. Das nächste Video, Nummer 2 von 9, ist über die unregelmäßigen Verben. Das hier, das hat euch mal so zusammengefasst, worum es überhaupt geht. In den nächsten 8 Videos werden wir das noch vertiefen. Und ich sehe euch hoffentlich beim nächsten Video, wenn es um die unregelmäßigen Verben geht. Also, Nishikot, bis dann.